Wie Picasso in Paris weiterlebt. Ein Museumsbesuch. Jetzt in unserem Thementag. Das Musée Picasso in Paris. Hier befindet sich seit 1985 die weltweit größte öffentliche Sammlung mit Werken des Künstlers. Im Sommer 2009 schloss das Museum seine Pforten wegen umfangreicher Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten. Verantwortlich für das ambitionierte Projekt war die damalige Leiterin des Museums, Anne Baldassari. Sie hatte die Aufgabe, den passenden Rahmen zu schaffen, um die Werke des großen Künstlers dem Publikum nahezubringen. Sie musste das richtige Gleichgewicht finden zwischen Raum, Licht und Kunst, um einen echten Ort der Begegnung zu schaffen. Während der gesamten Bauarbeiten hat Anne Baldassari die Beziehung der Werke untereinander hinterfragt. Sie hat die Sammlung immer wieder mit neuen Augen betrachtet, um ihr den bestmöglichen Rahmen bieten zu können. Das Musée Picasso befindet sich im Pariser Stadtteil Marais, im Hôtel Salé, einem ehemaligen Stadtpalais aus dem 17. Jahrhundert. Die Fassade zieren Steinreliefs. Einige Teile des Gebäudes stehen unter Denkmalschutz. Es ist eines der schönsten barocken Bauwerke in Paris. Der ursprüngliche Eigentümer, Pierre Aubert de Fontenay, zog im Namen des Königs die Salzsteuer ein. So kam das herrschaftliche Gebäude zu seinem Namen, Salzpalais. Im Januar 2010, vor dem Beginn der Bauarbeiten. Man meint, auf der großen Treppe noch das Gemurmel der Besucher zu hören. Die Ausstellungsräume sind gespenstisch leer. Nur noch Spuren der einstigen Geschäftigkeit sind sichtbar. Wohin sind denn all die Kunstwerke verschwunden? Die Sammlung wurde zur Aufbewahrung an einen Ort außerhalb von Paris gebracht. An einen geheimen, streng gesicherten Ort. Die 5000 Werke der Picasso-Sammlung, Gemälde, Skulpturen, Grafiken, lagern hier streng bewacht unter besten klimatischen Bedingungen. Gleichzeitig wird das Bestandsverzeichnis überarbeitet. Untersuchungen und Restaurierungsmaßnahmen werden durchgeführt. Die Sammlung des Pariser Musée Picasso hat die Besonderheit, dass die Werke direkt aus Picassos Ateliers kommen. An allen Orten, an denen er gelebt und gearbeitet hat, hat er seine Kunstwerke hinterlassen. In seinem Atelier in der Rue des Grands Augustins, in Vouvenargues, in seiner Villa La Californie bei Cannes, in Mougins. An diesen verschiedenen Orten befanden sich nach Picassos Tod insgesamt 70.000 Werke des Künstlers. 70.000 Werke. Eine beeindruckende Zahl, die zeigt, wie produktiv Pablo Picasso war. Doch bis zu seinem Tod im Jahr 1973 fanden sich in den französischen Museen kaum Werke des Künstlers. André Malraux, französischer Kulturminister bis 1969, wollte das ändern. Er plante ein Museum für Picasso. Dafür erließ er eigens ein Gesetz, das es den Erben Picassos ermöglichte, die Werke des Künstlers dem französischen Staat zu überlassen, um auf diesem Weg ihre Erbschaftssteuer zu entrichten. 5000 der 70.000 Werke aus Picassos Ateliers gehen so in staatliches Eigentum über und bilden fortan die Sammlung des Museums.
Picasso hat von seiner Kunst gelebt. Und er hat auf großem Fuß gelebt. Picasso war sicher einer der wohlhabendsten Künstler überhaupt. Ab dem Jahr 1918 war er wirklich reich. Aber er hätte am liebsten alle seine Werke behalten. Picasso verkaufte so wenig wie möglich. Er wollte mit seinen Kunstwerken leben. Er hat all die Werke behalten, die für ihn Schlüsselwerke waren und den inneren kreativen Prozess des Künstlers veranschaulichten. Das muss man wissen, um den großen historischen, künstlerischen und kulturellen Wert dieser Sammlung zu verstehen. Die Sammlung spiegelt den eigenen Blick des Künstlers wider. Nicht alle Exponate blieben im Zwischenlager. Schon vor Beginn der Bauarbeiten organisierte die Museumsleiterin eine Welttournee der Hauptstücke der Sammlung, um damit einen Teil der Arbeiten zu finanzieren. Wenn die Welt nicht mehr ins Museum kommen kann, geht das Museum hinaus in die Welt, erklärte der damalige Kulturminister Frédéric Mitterrand. Egal wo in der Welt, Picasso zieht die Massen an. Von Madrid bis Sydney, über Shanghai und Moskau. 6 Millionen Menschen weltweit besuchen die etwa 20 Ausstellungen innerhalb von 3 Jahren. Im September 2012 ist die Ausstellung in Italien zu Gast. Die Werke des spanischen Meisters sind im Palazzo Reale in Mailand zu sehen. Mit Lastwagen werden sie, streng bewacht, in 280 Kisten nach Italien gebracht. Alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen werden getroffen, um die Kunstwerke zu schützen, vor Temperaturschwankungen oder Stößen. Hinzu kommen strengste Sicherheitsmaßnahmen. Für die Platzierung der Werke haben die Mitarbeiter nur wenige Tage Zeit. Was ist das? Die beiden stellen wir, wenn möglich, nebeneinander. Das hier soll alleine stehen. Jede Ausstellung gibt eine Ahnung davon, welche Herausforderungen die künftige Präsentation im renovierten Pariser Museum mit sich bringt. Eine weltweite Ausstellung wie diese birgt zahlreiche Schwierigkeiten. Jede Ausstellung muss neu organisiert werden. Denn jeder Ort ist anders. Man kann ein Werk oder eine Reihe von Werken in Paris, Hongkong oder hier in Mailand nicht genau gleich präsentieren. Ich sehe die Sammlung als eine Verbindung verschiedener Einheiten an, als Sinneinheiten. Eine Ausstellung ergibt immer einen Sinn. Sie hat ihre eigene Sprache und ihren eigenen Rhythmus. Innerhalb dieses Rhythmus gibt es sehr subtile Verbindungen. Dabei spielt die Anzahl der präsentierten Werke eine Rolle und die Art der Kunstwerke. Gemälde und Skulpturen muss man unterschiedlich darstellen, genauso wie Grafiken, die den Raum ganz anders füllen. Jedes dieser Werke braucht seinen eigenen Raum. Wenn man diesen nicht respektiert, treten die Werke in eine physische und optische Konkurrenz zueinander. Dadurch wird die Bedeutung des einzelnen Werkes geschwächt. Die Werke behindern sich gegenseitig. Jedes Kunstwerk bildet einen Kräfteraum, den es zu respektieren gilt. Vidal, können wir einen Test machen? Die Lesende hätte ich gerne hier. Sie ist noch im Saal nebenan. Dort hängen wir stattdessen das Atelier de la Californie auf. Den Kuss werde ich höchstwahrscheinlich im letzten Saal neben dem Stuhl platzieren. Die Aufgaben sind klar verteilt. Vidal Garrido überwacht die Platzierung der Werke. Die Restauratorin Claire Bergeau wacht über deren Sicherheit und die richtigen äußeren Bedingungen. Noch 3 Millimeter. Sonst nimmt es zu viel Raum ein. Etwas weiter rüber. Dann wäre es ausgeglichener.
Noch 5 cm weiter rüber. Ich brauche einen Platzhalter. Ihre Tasche ist gut. Bitte? Wir nehmen Ihre Tasche. Wir brauchen deine Tasche. Was willst du damit? Das ist unser Platzhalter. Ah. Nein, hier rüber. Anstelle der Skulptur. Und jetzt das Bild. Es ist nicht mittig, aber das täuscht durch diese Tür. Sag ihnen ein bisschen weiter nach rechts. Nicht so viel. Ja. So ist gut. Alle Werke sind Teil eines Prozesses. Uns muss es, egal unter welchen Bedingungen, gelingen, den komplexen kreativen Prozess von Picasso nachzuempfinden. Deshalb zeichne ich im Moment nächtelang Pläne. Ich bin die ganze Nacht unterschiedliche Anordnungen durchgegangen, um jedes Werk richtig platzieren zu können. Mit diesen Werken können wir eine Einheit bilden. Wir brauchen 1 Meter Abstand. Sie müssen gut aufpassen, die Werke sind nicht fixiert. Nicht mehr bewegen. Sehr schön. Da ist eine gewisse Ähnlichkeit. Die Nase. Das Aufstellen der Kunstwerke ist heikel. Jede dieser Skulpturen wiegt um die 60 Kilo. Durch ihre runden Formen sind sie schwer zu greifen. Solange die Köpfe von Bourgelou nicht auf ihrem Sockel stehen, können sie leicht umfallen. Die Männer tragen Handschuhe, denn durch den Kontakt mit Schweiß könnte das Metall oxidieren. Auf Schloss Bourgelou, in dem Picasso damals wohnte, entwickelte er 1931 die Köpfe von Bourgelou. Seine damalige Geliebte Marie-Thérèse Walter stand ihm Modell. Er überzeichnete deren Gesichtszüge, verstärkte die Linien und stilisierte die Formen. In einem ständigen Dialog zwischen Zeichnung, Gravur und Skulptur. Die Nase hierhin, in die Richtung. Noch ein bisschen drehen. Die hier kommt in die Mitte. Die Bronzebüsten gingen um die ganze Welt. Im neuen Pariser Museum werden die Originale aus Gips ausgestellt. Sie wären zu zerbrechlich gewesen für die Wanderausstellung. Hör zu, Davide. Sie sollen sie hinstellen und sich dann langsam entfernen. Ich muss die Skulptur alleine sehen, ohne euch alle. Im Lauf der Zeit kenne ich die Werke immer besser. Ich bekomme eine immer engere Beziehung zu ihnen. Das ist sehr schön. Ich arbeite seit 1992 im Musée Picasso. Aber jetzt ergeben sich ganz neue Beziehungen zwischen den Werken, die ich bisher nie in Betracht gezogen habe. Stell sie seitlich hin. Mit Blick zu dem Herrn da drüben. Warte. Nicht mehr bewegen. Das ist doch besser, oder? Ihr schaut so kritisch. Ja, das ist viel besser. Sonst sind sie alle gleich ausgerichtet. Die Anordnung verändert sich ständig. Manchmal sage ich zu Vidal, Virginie oder Claire, erinnert ihr euch? In Richmond standen diese Werke ganz anders. Was meinst du? Ich würde diese hier anders hinstellen. Wir sind ein kleines Team. Und wenn wir, wie hier, gemeinsam eine Ausstellung im Ausland aufbauen, ist das eine großartige Erfahrung. Wir sind den ganzen Tag zusammen und teilen alles. Unser Wissen, die Risiken, die Schwierigkeiten, die ästhetischen Erlebnisse. Nimm deine Hand aus dem Auge. Es ist wirklich faszinierend. Ich habe fast alle Ausstellungen mit aufgebaut. An den verschiedenen Orten der Wanderausstellung habe ich die Werke jedes Mal anders erlebt. Ich habe sie nie auf die gleiche Art und Weise gesehen. Jamais.
Dreh sie noch ein bisschen. Das ging uns allen so. Ja, so ist es gut. Fremdartig und schön. So ist es perfekt. Perfekt. Vielen Dank. Am Musée Picasso beginnen im Oktober 2011. Sie werden fast 3 Jahre dauern. Das historische Gebäude muss an die heutigen Normen angepasst werden. Die Arbeiten bieten gleichzeitig die Chance für eine umfassende Sanierung. Beim Umbau müssen 2 wichtige Vorgaben berücksichtigt werden. Die denkmalgeschützten Bereiche müssen unverändert bleiben. Und die Raumaufteilung, die der Architekt Roland Simonet 1985 für das Museum geplant hatte, soll weitgehend erhalten bleiben. Die Planung der Renovierung und Erweiterung obliegt dem Architekten Jean-François Baudin. Die größte Veränderung wird es im Eingangsbereich auf der Rückseite des Gebäudes geben. Es gibt einen schönen Gebäudeteil, in dem früher die Pferdeställe untergebracht waren. Es ist ein prächtiger, hoher Raum mit großen Glasfenstern. Wir waren uns gleich einig, dass wir die Weite und Höhe des Raums nutzen wollen. Ziel ist es, das gesamte Gebäude so durchgängig und gleichzeitig so einfach wie möglich zu gestalten. Und dieser Gebäudeteil spielt dabei eine wichtige Rolle. Das Hotel Salé war früher zweigeteilt, in einen privaten und einen öffentlichen Raum. Jetzt soll das Gebäude wieder eins werden, lichtdurchflutet mit offenen, durchlässigen Strukturen. Früher mussten die Besucher in die erste Etage, wo sich die ersten Ausstellungsräume der Sammlung befanden. Von dort aus ging es noch weiter hoch, dann wieder nach unten. Und wer Glück hatte, fand dann den Weg ins Untergeschoss, von wo aus es auf der anderen Seite wieder nach oben ging. Ein wahres Labyrinth. Die Büros, Verwaltung, Technik und Forschung werden zukünftig in einem Nachbargebäude untergebracht sein. Nach der Renovierung können alle 5 Etagen des Hotel Salé als Ausstellungsraum genutzt werden. Die Ausstellungsfläche wird dadurch verdoppelt. 13 neue Räume kommen dazu. Das Museum kann in Zukunft auch doppelt so viele Besucher aufnehmen. Mehr Raum und eine größere Durchlässigkeit. Das sind die 2 wichtigsten Neuerungen des Umbaus. Währenddessen wird im Zwischenlager abseits von der Öffentlichkeit die permanente Ausstellung vorbereitet. Wir öffnen sie hier. Aus fast 5000 Kunstwerken müssen die zukünftigen Exponate ausgesucht werden. Sie brauchen einen gebührenden Platz, müssen aber auch ausreichend geschützt sein. Das ist wunderschön. Jedes Kunstwerk wirft Fragen auf. Jedes hat seinen eigenen Wert. Muss aber auch seinen Platz im Gesamtkonzept des Museums finden. Wie diese surrealistische Skulptur mit dem Titel Figur aus dem Jahr 1935. Wie sie eingebunden werden kann, ist noch nicht klar. Im unteren Raum ging es. Habt ihr sie schon gesäubert? Ja, sie ist soweit fertig. Sie wollten es doch noch abstrahlen. Ja, das haben sie empfohlen. Wer? Die Restauratorinnen. Wir können die Skulptur in den Kellerräumen in die surrealistische Periode integrieren. Oder in den Bereich afrikanische Kunst und Ozeanien. Sie muss gut geschützt sein. Sie darf nicht in einem Durchgangsbereich stehen. Sie muss an einer geschützten, freien Wand stehen. Aber auch nicht an der großen, durchgängigen Wand. Das ist nicht so einfach. Diese Sammlung ist außergewöhnlich und sie ist extrem fragil. Sie ist in die Geschichte eingegangen, aber sie ist schwer definierbar.
Sie ist so, wie Picasso sie hinterlassen hat. Er wollte sie weder physisch noch intellektuell festlegen. Das sind Papierarbeiten. Diese hier ist sehr ungewöhnlich. Sie wurde bisher noch nie ausgestellt. Das ist italienisches Papier. Es ist wunderschön. Das sind ganz außergewöhnliche Objekte. Das gehört so. Und das kommt hierhin. Gefaltete Papierblätter. Ein Stück Stoff, das aufgeklebt oder mit einer Nadel befestigt ist. Oxidationsspuren, die zu Zeichnungen werden. Picasso recycelt Objekte aus dem täglichen Leben und spielt mit ihnen. Er hat eine Schablone gemacht und dann drüber gemalt. Perlen, die auf einen Salzteig mit Farbpigmenten geklebt sind. Jedes dieser Werke ist so etwas wie ein Wunderwerk des Geistes, das seinen Ausdruck in der Materie sucht. Und alle diese außergewöhnlichen Objekte sind äußerst empfindlich. Ich versuche bei der Arbeit zu vergessen, dass ich es mit Kunstwerken von Picasso, mit Unikaten zu tun habe. Das würde mich zu sehr unter Druck setzen. Es ist vielleicht vergleichbar mit jemandem, der bei der Notenbank Geld druckt und den ganzen Tag über Tausende von Euro vor sich sieht. Der muss das auch als einfaches Papier betrachten. Ich versuche nicht an Picasso zu denken. Das ist sehr schön. Das haben wir lange nicht mehr gesehen. Wie schön. Wir müssen uns genau überlegen, ob wir ein Kunstwerk als Einzelstück ausstellen oder gemeinsam mit anderen Objekten. Denn das erzeugt eine ganz andere Wirkung. Der Rahmen ist viel zu klein. Ja. Wir brauchen etwas Größeres. Viele der Kunstwerke bestehen aus unterschiedlichen Materialien, die sehr instabil und fragil sind. Diesen Aspekt der Instabilität wollte Picasso ganz bewusst hervorheben. Wenn wir das Werk zeigen, müssen wir darauf achten, dass diese Fragilität zum Ausdruck kommt. Denn das war ja die Intention des Künstlers. Wir müssen das Zerbrechliche hervorheben, gleichzeitig aber darauf achten, dass das Werk geschützt ist. Diese Elemente hier sind aufgeklebt. Picasso hat seine Gemälde bewusst nicht mit einem Firnis, also einer Schutzschicht, versehen. Deswegen setzen sich Staubpartikel auf der Oberfläche ab und die verändern die Farbwahrnehmung. Wir haben das Glück, ganz nah an der Materie dran zu sein. Wir können sie anfassen. Und wir haben einen ganz konkreten Bezug zu ihr. Das ist wunderbar. Die Picasso-Ausstellung ist in Mailand so erfolgreich, dass sie um einen Monat verlängert wird. Woher kommt diese Begeisterung für Picasso? Picasso fasziniert. Obwohl seine vielfältige und vielgestaltige Kunst oft schwer zugänglich ist. Picassos Kunst ist die Geschichte des größten Künstlers des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte einer fortwährenden Revolution. Picasso suchte ständig die Veränderung. Er hätte sein Leben lang seinen Stil der blauen Periode beibehalten können, denn damit hatte er Erfolg. Aber er hat seinen Stil ständig verändert. Er war der erste Künstler, der die ständige Veränderung zum Prinzip seiner Kunst erhoben hat. So stellten sich die Leute immer wieder die Frage, wer ist dieser Picasso eigentlich? Picasso war ein Mensch, der in der Lage war, sich ständig zu verändern. Das heißt nicht, dass er das Vorherige verleugnet hat. Er war vielmehr bereit, alles hinter sich zu lassen, um Neues zu wagen, um sich in den unbekannten Bereich vorzuwagen, den wir gemeinhin als hässlich bezeichnen. Denn alles, was wir nicht kennen, empfinden wir als hässlich.
Das, was wir noch nicht begriffen und kodifiziert haben, empfinden wir als hässlich. Sobald das Unbekannte Eingang in unsere Welt gefunden hat, empfinden wir es als schön. Das zeichnet einen großen Künstler aus. Er entwickelt Neues und wagt sich, sowohl auf materieller wie auch auf ästhetischer Ebene, in bisher unbekannte Gefilde vor. Picasso sagte in jungen Jahren, man muss sich die Haut vom Leib reißen. Das drückt sehr gut seinen starken Willen zur Veränderung aus, der charakteristisch für seine Kunst ist. Picasso ist mit seiner Kunst immer wieder auf Ablehnung und Abneigung gestoßen. In der blauen Periode malte er von Syphilis gezeichnete Prostituierte. Er zeigte eine Welt, die niemand sehen wollte. Das war ein Schock. Diese monochrome Malerei, Menschen mit fahlen Gesichtern, von der Krankheit gezeichnet, auf dem Weg der Selbstzerstörung. Das war ein Schock und wurde als hässlich empfunden. Heute ist ein Gemälde aus der blauen Periode 200 Millionen Euro wert. Sie sind die Schmuckstücke jeder großen internationalen Sammlung. Aber es dauerte ein Jahrhundert, bis die Hässlichkeit und das Leid, die niemand sehen will, akzeptiert wurden. Wir Menschen versuchen, solche Dinge in unserer Umgebung zu negieren. Picasso dagegen hat hingeschaut und diese Dinge gemalt. Die Pariser Sammlung enthält mehrere Meisterwerke der bekannten blauen Periode. In seinem Selbstbildnis von 1901 zeigt Picasso sich als einsamen, armseligen Menschen. Er ist damals erst 20 Jahre alt, wirkt aber viel älter. Mit eingefallenem Gesicht und leerem Blick. Einen kalten Blick dagegen hat La Celestine mit ihrem blinden Auge. Das Porträt der Betreiberin eines Bordells in Barcelona aus dem Jahr 1904 markiert den Höhepunkt von Picassos blauer Periode. Die Malerei war für Picasso ein Labor. Er bezeichnete seine Sammlung gelegentlich als das Zentrallabor der Malerei. In diesem Labor konnte er Bilder oder Objekte in einem unfertigen Zustand belassen. In dem Zustand, in dem die Konzentration am höchsten war, in dem das Konzept greifbar wurde. Picasso konnte aufhören, obwohl ein Bild oder Objekt nur halb fertig war, weil er der Meinung war, dass dies der richtige Moment war. Der Moment, in dem er seine Idee eingefangen hatte. Dieser unvollendete Zustand hat eine ganz eigene, besondere Schönheit. Denn er zeigt den Anfang einer Idee, die gerade entsteht. Würde man etwas hinzufügen, würde man diesen Moment zerstören. Picasso sagte, wenn man ein Werk vollendet, tötet man damit etwas. Etwas stirbt, wie ein Pferd verendet. Der unvollendete Zustand war für ihn ein bewusster kreativer Akt. Auch im klassischen, fast akademischen Sinn behält Picasso sich die Freiheit vor, seine Werke unvollendet zu lassen. Das Porträt Olga in einem Sessel aus dem Jahr 1918 malte er auf einem schlichten, unbehandelten Leinengewebe. Die Feinheit des Bildträgers gibt diesem Porträt seine ganz besondere Ausstrahlung. Um die Ausstrahlung des Gesichts und der nackten Haut zu betonen, hat Picasso die Rückseite des Bildes mit weißer Farbe bemalt. Eine einfache, aber geniale Technik. Die weiße Farbe stoppt das Licht und reflektiert es. Das Porträt ist nur ein Entwurf, doch das Wichtigste ist vorhanden. Die Schönheit Olgas erreicht den Betrachter. Mehr wollte Picasso nicht. Picasso wusste, dass er auch Bilder für den Verkauf malen musste. Er musste ja seinen Lebensunterhalt verdienen. Wenn er ein Bild vollendete, tat er das, um den Erwartungen des Kunstmarktes zu entsprechen. Er tat es, um zu gefallen. Aber unter kreativer Arbeit verstand er etwas anderes. Kreativ zu sein bedeutete für ihn, seinen Gedanken und Ideen Raum zu lassen. So entstand ein Kunstwerk, das er nicht vollenden musste. Denn Kreativität bedeutete für ihn, an dem Punkt innezuhalten, an dem sich etwas Neues entwickeln kann. Thank you.
Die Bauarbeiten werden bald abgeschlossen sein. Es mag erstaunen, dass gerade ein Stadtpalais aus dem 17. Jahrhundert die Picasso-Sammlung beherbergen soll. Doch die verschiedenen Räume des Gebäudes spiegeln auf erstaunliche Weise die Orte wider, an denen Picasso gelebt und gearbeitet hat. Der hohe Dachboden mit den Holzbalken erinnert an Picassos Atelier in der Rue des Grands Augustins, wo Guernica entstanden ist. Auf Fotos, die Dora Maar gemacht hat, kann man sehen, wie Guernica dort etwas schräg unter den Balken stand. Hier im Hotel Salé haben wir genau das gleiche Gebälk. Der Gewölbekeller wiederum erinnert stark an bestimmte Installationen von Picasso. In den 30er Jahren hat Picasso im Château de Boisgeloux gelebt, wo alle Skulpturen der surrealistischen Periode entstanden sind. Die großen Räume dort haben Ähnlichkeit mit den großen Sälen in der ersten Etage des Hotel Salé, deren hohe Fenster zum Garten hinausgehen. Januar 2013. Die Welttournee der Picasso-Sammlung neigt sich dem Ende zu. Letzte Station ist die kroatische Hauptstadt Zagreb. Hier finden die Meisterwerke ihren Platz hinter den dicken Mauern eines ehemaligen Klosters. Das Musée Picasso ist heute zu Gast in der Galleria Clovisevi Dvori. Die Menschen können nicht aus der ganzen Welt nach Paris kommen, um die Picasso-Sammlung zu sehen. Deswegen ist diese Wanderausstellung eine einmalige Chance. Die außergewöhnliche Sammlung enthält Werke aus der gesamten Schaffenszeit des Künstlers. Ab 1895, als Picasso 14 Jahre alt war. Die beiden bekannten Werke dieser Zeit sind hier in Zagreb zu sehen. Gut. Gut. Ein letztes Mal hat das Team die spannende Aufgabe, die Sammlung in einem anderen Umfeld als im Pariser Museum zu präsentieren. Wir lassen es erstmal so. Davide Sicilia ist Museograf, Spezialist für die museale Inszenierung. Er trifft die letzten Einstellungen für die Ausleuchtung der Werke. Sie müssen geschützt werden und Davide muss mit den oft begrenzten Mitteln zurechtkommen. So ist es gut. Eine technische und ästhetische Herausforderung, die viel Geduld erfordert. Nein, 300, stopp, 270, 240, 180, 175, das reicht. Sonst sieht man das Blau nicht und das Türkis wird unterdrückt. Hier ist es gut. 168, 159, 119. Die Beleuchtung muss genau an das jeweilige Werk angepasst werden. Zu viel. Ist das Licht zu stark, kann es die Malschicht beschädigen und das Relief zu flach erscheinen lassen. Ist es zu schwach, gehen bestimmte Details des Gemäldes verloren. Zu warmes oder zu kaltes Licht verfälscht die Farbwahrnehmung. Es ist sehr schwer auszuleuchten. Ja. Kann man die Strahler nicht verstellen? Nein, das ist das Problem. Man kann sie nicht verstellen. So geht das nicht. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt gehen, Davide. Aber es gibt noch einige Probleme. Ich weiß. Bei den surrealistischen Gemälden funktionieren einige Strahler nicht. Sie sind vielleicht kaputt. Ihr habt zwei installiert, einer davon geht nicht. Die Schlafende ist viel zu stark ausgeleuchtet. Das müsst ihr anpassen. Der Rahmen darf nicht so stark betont sein. Das Licht beim Porträt von Dora Maar ist viel zu gelb, zu rötlich. Das Porträt von Madame Rosenberg passt ganz gut. Das war sehr schwierig. Ja, es ist fast unmöglich, es perfekt auszuleuchten. Hier oben hebt sich das Blau gut vom Braun ab. Aber im unteren Teil fehlt es an Licht. Der untere Teil ist immer problematisch. Hier, siehst du? Es ist immer das Gleiche.
Bei der Ausleuchtung der Skulpturen muss vor allem der Schattenwurf berücksichtigt werden. Bei der Ausleuchtung einer Skulptur oder eines dreidimensionalen Objekts spielt der Schattenwurf eine maßgebliche Rolle. Der Schatten kann die Wirkung schmälern oder verstärken. Geht es tiefer? Die Ausleuchtung einer Skulptur ist sehr viel schwieriger als bei zweidimensionalen Werken. Denn das Licht kann die Wahrnehmung des Objekts vollkommen verändern. Da stimmt was nicht. Wir nehmen es ab, dann können wir es uns anschauen. Ja. Dann wissen wir, was los ist. Ich halte es. Ein Moment. Man sieht, dass die Leute ganz nah rangehen. Viele kleine Spucketröpfchen. Wie Fliegenkacke. Und der Kratzer da? Ist der innen oder außen? Dieser Kratzer hier. Der ist außen. Wir sind ständig in Alarmbereitschaft. Wir müssen rund um die Uhr auf die Kunstwerke, die Gemälde und Skulpturen aufpassen, als wären es unsere Kinder. Wir haben ständig Angst um sie. Und gleichzeitig müssen wir lernen, Vertrauen zu haben. Auch wenn eine Stadt vielleicht nicht so viele Mittel hat, kann es trotzdem eine schöne Ausstellung werden. Baldassari bespricht die letzten Details mit den Studenten, die für die Erklärungen der Audioguides zuständig sind. Von den Museumsführern und Museumswärtern erwarten wir ein vorbildliches Verhalten. Darin drückt sich auch der Respekt gegenüber den Kunstwerken aus. Alle Werke sind gesichert. Die Rahmen sind wie ein Tresor. Sie sind einbruchsicher. Das Glas ist bruchsicher und mit einem Lichtschutzfaktor ausgestattet. Es wurden also alle Vorkehrungen getroffen, damit die Besucher sich den Werken nähern können, ohne diese dabei zu gefährden. Nun ein paar Informationen zu den Bildern. Diese beiden Bilder stammen aus dem Jahr 1895. Picasso war damals 14 Jahre alt. Es sind die ersten offiziell verzeichneten Bilder der Sammlung, die in Picassos Besitz waren. Picasso hat von klein auf viel von seinem Vater gelernt. Sein Vater war Kunstlehrer, Konservator und Restaurator. Er war Konservator des Museums von Malaga, wo Pablo Picasso 1881 geboren wurde. Picasso hat also seine gesamte Kindheit in der Restaurierungswerkstatt eines historischen Museums verbracht. Umgeben vom Geruch von Terpentin und Leinöl, von Gips und anderen Materialien. Er war von Anfang an umgeben von Gerüchen und Eindrücken, die die Malerei prägen. Picasso war von Anfang an, seine ganze Kindheit über, in engem Kontakt mit den Materialien der Malerei. Mit 14 Jahren sagte sein Vater zu ihm: Jetzt bist du dran. Sein Vater, Don José, übergab Pablo seine Farbenpalette und seine Pinsel. Er wurde quasi zum Ritter geschlagen, wie im Rittertum oder beim Stierkampf. Der Vater übergab Pablo Picasso sein Werkzeug, das Symbol der Malerei. Picasso wurde zu dem Maler, der die Farben der Familie Ruiz Picasso weitertragen wird. Don José, der Vater von Picasso, hatte ein italienisches Mädchen als Modell für Pablo Picasso eingestellt. Es war sein erstes Modell. Das Bild sehen wir hier. Sitzendes Mädchen. Dieses Mädchen verkörpert den Beginn von Picassos Malerei. Sous sa forme incarnée.
Diese Ausstellung ist der Abschluss der Welttournee der Pariser Picasso-Sammlung. Im September 2013 endet die Welttournee der Picasso-Sammlung. Alle Werke kommen ins Zwischenlager zurück. Hier beschäftigen sich Anne Baldassari und ihr Team mit einem der Schmuckstücke der Sammlung. Stillleben mit Rohrstuhl. Das Werk aus dem Jahr 1912 gilt als die erste Collage der modernen Malerei. Erzähle mir ein bisschen darüber. Das hier ist der Originalzustand. Die Leinwand ist auf einen festen Rahmen gespannt. Und darauf hat er die Kordel mit Nägeln befestigt. Das ist typisch Picasso. Er hat die Kordel drumherum gespannt und dann gemalt. Und Anfang und Ende der Kordel befinden sich hier? Er hat die Enden hier zusammengefügt, sodass es aussieht, als hätte die Kordel weder Anfang noch Ende. Das habe ich so noch nie gesehen. Und der Rahmen ist ohne Glas. Es wäre wunderbar, wenn wir das Werk ohne Glas ausstellen könnten. In einem Glasrahmen wird das Werk versinken, egal wie tief der Rahmen ist. Und es handelt sich hier ja um einen Stuhl. Einen Stuhl schaut man sich von oben an. Es ist kein Gemälde, das man an die Wand hängt. Ein Stuhl steht am Boden. Am besten wäre es, man könnte das Werk von oben betrachten. Von oben entziffern, wie du sagst. An einer Wand wäre es verfälscht. Unter einer großen Glashaube auch. Hinter einem Glasrahmen wirkt es zu schwer. Und es bekommt eine Bedeutung, die es gar nicht hat. Denn es handelt sich um ein ganz einfaches Objekt. Wenn wir es flach hinlegen, gehen die verschiedenen Perspektiven verloren. Genau. Man braucht genug Abstand. Es muss tief genug stehen, wie die leicht schrägen Schreibpulte, die es früher gab. Wir müssen genau überlegen, was wir damit machen, denn dieses Werk ist sehr komplex und aussagekräftig. Ja. Es ist wunderschön so. Ja, so wirkt es wunderschön. Ja, sehr schön. Aber dieses Problem werden wir heute nicht lösen. Wir müssen uns Zeit lassen und darüber nachdenken. Dezember 2013. Die Bauarbeiten im Hotel Salé sind fast abgeschlossen. Die Mitarbeiter des Museums bekommen erste Erklärungen zur geplanten Platzierung der Kunstwerke. Hier sind wir im ersten Ausstellungsraum. Ich gebe Ihnen meine Zeichnungen durch. Passen Sie gut darauf auf, sie sind nur zusammengeklebt. Das ist also der erste Raum. Hier werden nur wenige Werke hängen, denn die Besucher sollen weitergehen in den zweiten Raum, damit es sich hier am Anfang nicht staut. Hier sehen Sie, wie der Raum aussehen soll. Es ist eine Art Vorraum, die Einführung ins Museum. Die gesamte Sammlung ist sehr strukturiert, wie eine Reihe von Schlüsseln, die Picassos Werk bestimmen. Wir wollen keine klassische Aufteilung in blaue Periode und rosa Periode. Wir wollen viel mehr Verbindungen zwischen den Werken schaffen. Das Gesamtwerk eines Künstlers besteht aus einer Vielzahl von Verbindungen. Die wollen wir herausarbeiten. An dieser Wand wird nur ein Werk hängen. Das Mädchen mit den nackten Füßen aus dem Jahr 1895. Und gegenüber der Mann mit Mütze. Hier auf dieser Seite wird als einziges Werk das Stillleben mit Rohrstuhl stehen. Wir haben uns viele Gedanken über die Präsentation dieses Werkes gemacht. Das ist ziemlich kompliziert. Wir bereiten die Kunstwerke vor und prüfen dann alles noch einmal. Auf dieser Seite kommen die Werke mit den übergroßen Figuren. Kopf einer Frau von 1920. In jener Zeit hat Picasso Figuren mit riesigen Händen und Gesichtern gemalt. Wie aufgeblasene Ballons. Er sagte, diese Figuren seien beherrscht von Erotik und Entsetzen. Traumgestalten. Es sind Figuren aus einem Albtraum. In der Mitte dieses Raums wird Olga mit Pelzkragen hängen.
aus dem Jahr 1923. Das Bild ist ganz in Weiß gehalten. Es besticht durch seine Vielschichtigkeit und seine Transparenz. Ich habe vorhin die Violine vergessen. Ja, da drüben habe ich zwei Wände vergessen. Die junge Frau mit Hut ist nirgendwo mehr. Die Größe der Räume entspricht den Werken von Picasso. Die Größenordnung ist angemessen. Die Werke wirken in diesen Räumen nicht verloren. Diese verschiedenen Elemente, die Größenordnung, die Raumausstattung und viele andere kleine Details, sie alle sind Teil der Museografie. In der musealen Inszenierung drückt sich alles aus. Zusätzliche Tafeln oder Erklärungen dürfen nur ganz sparsam eingesetzt werden. Ein Raum muss so gestaltet sein, dass er den Sinn des Werkes widerspiegelt. Zwischen dem Gebäude und der Sammlung besteht so etwas wie ein heimliches Gleichgewicht. Wie eine innere Verbindung. Das ist sehr schön. Die Räume dieses Museums sind das Abbild der Orte, an denen Picassos Werke entstanden sind. Sie sind nicht für große Besucherströme geschaffen. Picassos Werke brauchen Durchgängigkeit und Weite und eine angemessene Besucherzahl. Das Verhältnis muss ausgewogen sein, damit die Kunst sich voll entfalten kann. Ich wünsche mir, dass jeder Besucher seinen persönlichen Zugang zu Picassos Werken findet. Das ist das Ziel des Museums. Es geht darum, eine Verbindung aufzubauen zwischen einem Individuum, nicht einer Masse, und einem Kunstwerk. Wenn nur ein Besucher in diesem Museum sein Kunstwerk findet, das Werk, das ihn berührt und seine Lebensgeschichte verändern wird, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt. Dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt.